bin Margit Rasfeld, ich bin Lehrerin und war 25 Jahre Schulleiterin und bin ewig schon infiziert von Bildung für nachhaltige Entwicklung und habe deshalb auch meine Schulen total anders aufgebaut. Und so wurde das Schulfach Verantwortung geboren. Kinder kriegen Zeit geschenkt, um sich ökologisch und sozial zu engagieren. Hier ist noch mal ein Beispiel, das soll heißen, dass Plastik nicht gut für Fische oder andere. Ich habe dann Schule im Aufbruch gegründet, um andere zu ermutigen, Schulen zu vernetzen und eine Bewegung in Gang zu setzen von unten für eine zukunftsfähige Schule. Kinder heute, finde ich, sind viel weiter als die Erwachsenen. Und sie kriegen alles mit, sie haben auch Umweltängste schon Ewigkeiten, kommt ja aus jeder Studie raus. Und wenn du die in dem vagen Gefühl lässt, irgendwie die Erde und alles geht kaputt, dann ist es schlecht. Und wenn sie aber etwas tun können und eine Idee haben und merken, wow, ich kann ja was bewirken, dann ist das richtig, richtig wichtig, denn das größte Defizit ist das Hoffnungsdefizit. Diese Hoffnung, wodurch kriegst du die? Durch Vorbilder, Menschen mit Botschaften, Good News. Und deshalb dürfen wir das den Kindern nicht vorenthalten. Das ganze Bild muss sich ja wenden. Von Arbeit und Gemeinnützigkeit und Arbeit für unseren Planeten. Die Wurzeln von Schule sind ja Kirche und Militär. Und von der Kirche kommt die Belehrungskultur und vom Militär im Gleichschritt. Und deswegen brauchen wir einfach ein Format, was alles aus den Angeln hebt. Und wir haben noch, um die Agenda 2030 umzusetzen, haben wir noch 3500 Tage. Da kannst du nicht sagen, ja, in 10 Jahren, wir sind noch nicht so weit. Deshalb müssen wir jetzt die Erwachsenen ermutigen, dass sie sich trauen, loszulassen, was ja sowieso wichtig ist. Also ich glaube, dass der Friday sich durchsetzt.